Und herzlich willkommen heute an dem wunderschönen Tag hier im Schloss. Und wirklich schönes Wetter, lieber Dieter, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Merz, mein lieber Dieter. Ich heiße Sie im Namen der Stadt Leverkusen sehr herzlich im Spiegelsaal von Schloss Mosbroek willkommen. Für mich als Oberbürgermeister gibt es mal wieder Termine, die sich sozusagen Pflicht, die sind sozusagen Pflicht und andere zu führen. Die Auszeichnung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an dich, lieber Dieter, gehört eindeutig zur Kür. Es freut mich sehr, dir für deine zahlreichen Verdienste um Leverkusen den Orden zu erreichen zu dürfen. Verleihen kann ich nur der Bundespräsident. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schon am 14. Mai getan. Er übergibt heute seine Glückwünsche und bittet mich, auch die Glückwünsche von Ministerpräsident Armin Laschet sowie Frau Regierungspräsidentin Gisela Weizke hier auszurichten. Lieber Dieter, du hast als Prinz Dieter III. In der Session 2011-2012 die Leverkusener Landung regiert. In der Ordensbegründung ist allerdings von deinem Engagement bei den Schwäbischer Clowns, bei der KG Philippe Mannfurt 1948 und den Heidler Bogmatten keine Rede. Vielleicht konnten die Preußen im Berliner Bundespräsidialamt mit dem Reinigen Vorsitz nicht allzu viel anfangen. Bei jemandem allerdings, der sich für so viele Menschen über viele Jahre ehrenamtlich engagiert, ist der Karneval ohnehin nur das Tüpfelchen auf dem I. Dieter Merz ist mehr als eine Sache ehrenamtlich tätig, meint mir. Das beginnt bei den Ehrenämtern, die naheliegende, wenn man Hochburgschlosser bei Meyer gelernt hat. Als Facharbeiter ist jeder Mann als ein Sozialdemokrat der alten Schule und natürlich auch in der NDCE, ist Mitglied der Arbeiterwohlfahrt und des ASB. Seit 1984, also seit mehr als 35 Jahren, ist Dieter Merz für die SPD-Ratsmitglied, seit 1989 Vorsitzender des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden. Doch damit nicht genug. Im Jahr 2000 gründete Dieter Merz zusammen mit anderen den Verein Hilfe tut Not. Dessen Ziel ist es, kranke und bedürftige Kinder, Jugendliche zu unterstützen. Was der Verein seit über 20 Jahren mit großem Erfolg tut, zuletzt ergriff der Verein Hilfe tut Not in der Corona-Krise initiativ und half mit einer Spende von 10.000 Euro über 100 Lebensmittelpakete für Alleinerziehende und Familien mit Kindern zu packen. Die Mittel kamen durch Benefizveranstaltungen. Wir feiern, um zu helfen, heißt es bei diesen Gelegenheiten. Gefeiert wird oft im Otto-Maßmann-Haus, das ist kein Zufall, denn Dieter Merz wurde 2002 zum ersten Vorsitzenden des Bürgervereins Leverkusen-Alpenrad gewählt und dieser betreibt das Bürgerhaus. So greift in der ehrenamtlichen Arbeit und bei den damit verbundenen Kontakten ein Rad ins andere. Zum Nutzen Leverkusens, aber auch vieler Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Die schon erwähnten 100 Lebensmittelpakete wurden vom SSV Alpenrad ausgeliefert, dessen Vorsitzender Vido Dieter Merz heißt. Auch in dieser Funktion hat sich Dieter Merz immer dafür eingesetzt, Kinder und Jugendliche, die schwierige Startbedingungen im Leben hatten, durch den Sport zu integrieren. Aktuell besteht zum Beispiel die zweite Fußballmannschaft des SSV fast ausschließlich aus Flüchtlingen. Sehr geehrter Herr Merz, lieber Dieter, seit Jahrzehnten trittst du nun für Menschen ein, die ohne dich keine Stimme hätten. Du zeigst durch dein Beispiel, dass wir als Gesellschaft besser funktionieren, wenn wir zusammenstehen. Und das ist gerade heutzutage wichtiger denn je, denn zum Beispiel durch die gar nicht so sozialen Medien wird oft das Gegenteil geschildert.
diese virtuellen Bekanntenkreise bestanden sich doch oft in Ressentiments, der Feindseligkeit und Grenzen aller aus, die nicht ihrer Meinung sind. Da macht es Mut, dass echtes gesellschaftliches Engagement wie deines immer noch mehr bewirkt. Lieber dieser, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und du hast, glaube ich, schon ein Stück die Stadtgeschichte mitgetrieben, nicht nur in Altenrad, sondern insgesamt in der Stadt. Und Hilfe zur Not mit einer unheimlichen Resonanz. Und gerade jetzt in der Corona-Krise, wir haben ja zusammen die Pakete ja auch ausgegeben im Bunker. Verstehst du das Netzwerk und was eben das Herz auf der richtigen Seite und stehst für eine gerechte Gesellschaft ein. Und das alles natürlich auch mit einem urpolitischen Gespür. 35 Jahre lang im Rat, das ist eine lange, lange Zeit, wie sowas viel bewegt. Und dieser ist ein Mensch, der sehr viel Sachverstand hat, der eine Sachlichkeit hat, aber eine Menschlichkeit und weiß, wie man Stadtteile und eine Stadt zusammenhält. Deshalb, lieber dieser, mal herzlichen Dank. Wir sind ja ganz, ganz viele Stunden draufgegangen des Lebens für die ehrenamtliche Tätigkeit. Und immer wenn ich in Altenrad stehe, bist du quasi ein Urgestein Altenrads, bist du quasi der heimliche Bürgermeister dieses Stadtrats. Und deshalb von meiner Seite nochmal meinen herzlichen Dank. Und ich bin stolz auf dir heute. Das Bundesverdienstkreuz, das ist eine hohe, hohe Auszeichnung, die verliehen wird im Namen der Bundesrepublik Deutschland für Menschen, die für die Bundesrepublik Deutschland, für die Demokratie stehen. Und deshalb, lieber Dieter, würde ich jetzt bitten, auch zu mir nach vorne kommen, dass ich auch den Sieg nehmen kann, überreichen darf. Verdammungsurkunde. In Anerkennung der im Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich an Dieter Brandt die Verdienstmedaillen des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, den 14. Mai im Jahre 2020, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Einen besonderen Dank, ja mein größter Dank, gilt vor allen Dingen meiner Ehefrau, liebe Gabi, dafür, dass sie mir jahrzehntelang wirklich nur den Rücken freigehalten hat,
möchte dir sagen, was ich genauso meine. Danke, einfach nur danke. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem heutigen Geburtstag. Und ein riesengroßes Dankeschön an meine Familie. Man braucht nicht viele Worte, um zu sagen, was wirklich, wirklich wichtig ist. Liebe Gabi, liebe Familie, ich liebe euch. Auch Achim Friedrich, einen großen Dank. Liebe Achim, alleine, dass du nicht vorgeschlagen hast für das Bundesverdienstkreuz, ist eine riesengroße Ehre. Und zwar unabhängig davon, ob ich es heute tatsächlich bekommen hätte oder auch nicht. Natürlich freue ich mich über diese Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes. Natürlich bin ich stolz und natürlich bin ich glücklich. Aber dieses Glück und diese Freude möchte ich heute ausdrücklich mit allen Menschen teilen, mit denen ich gerne lange zusammen, ich betone, zusammen wohltätig war. Ich kann mir gar nicht alle Vereine aufzählen, in denen ich aktiv war und bin. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, zu dem bin ich mittlerweile ein wenig vergesslich geworden. Also seht es mir bitte nach. Aber zwei Vereine liegen mir besonders am Herzen. Erstens, Hilfe zur Not. Im Jahre 2000 haben wir diesen Verein gegründet und seitdem etwa 300.000 Euro für Kinder und Jugendliche in Leverkusen helfen können. Sage ich ganz deutlich, liebe Leute, Hilfe tut nicht nur Not, sondern tut auch gut. Das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Kinder. Wir haben jedes Jahr eine Benefiz- und Klassenveranstaltung gemacht, mit denen wir viele Spenden einsammeln konnten. Aber Covid-19 hat uns dieses Jahr leider jede Möglichkeit verstellt. Nichtsdestotrotz konnten wir dieses Frühjahr etwa 20.000 Euro für Lebensmittelpakete für alleinerziehende Mütter und sozialschwachen Familien bereitstellen. Nachdem wir diese Aktion 10.000 Euro gegeben haben, ist das ja dann in der Presse gewesen, und da kamen dann nochmal fast 10.000 Euro an Spenden rein, und die haben wir dann auch gleich verwendet, weiter für Lebensmittelpakete. Der zweite Verein, der mir besonders am Herzen liegt, ist der LSV Algenrad, den ich 26 Jahre lang als Vorsitzender vorstellen durfte. Da ich zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, das war schon etwas Besonderes. Das Loslassen wurde mir einfach gemacht, weil ich eine gut gefüllte Vereinskasse übergeben konnte. Der LSV Algenrad hat einen tollen Vorstand und Frank Jus ist zweifellos ein hervorragender Vorsitzender. Es freut mich wirklich, dass unser neuer Kunstrasen dafür gesorgt hat, dass viele neue Mitglieder zu uns gestoßen sind und im Verein mittlerweile 19 Mannschaften hat, die am Spielbetrieb teilnehmen. 19 Mannschaften für so einen kleinen Ortsteil. Wie gesagt, leider kann ich nicht alle Vereine aufzählen, ohne eure Geduld zu strapazieren. Aber auch diesen ungenannten und keineswegs unbedeutenden Verein ein herzliches Dankeschön. Zu guter Letzt möchte ich höflich darauf hinweisen, dass die Stadt Leverkusen, die von seiner besten Seite zeigt und die Kosten für einen Sektempfang übernehmen. Ich sag mal so, ununterbrochen jetzt bis auf 2 Monate, 36 Jahre Ratstätigkeit, den haben wir uns dann auch verdient jetzt. Ja. Da schön ich mal aufrufen werden, lass uns heute reichlich Sekt aus der Stadt Leverkusen trinken. Vielen Dank, ich habe fertig. Gerne eingeladen von Seiten der Stadt Leverkusen, in diesem wunderschönen Raum, auch mit so einer
Menschen. Vielen Dank nochmal dafür, auch für den Vorschlag, auch nochmal das Niederlanden, auch für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen wurde und auch die Auszeichnung jetzt überreicht, durch die überreichen durfte. Ein würdiger Berufsträger, herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Schluck, aber auf jeden Fall auch eine gute Gesundheit. Dankeschön.